Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred, und heute dabei mein kleiner Freund, der Matthias. Ja, hallo. Also so abwegig ist kleiner Freund ja nicht. Du bist jetzt gar nicht... Aber du bist zumindest keine 2 Meter groß. Das kann ich doch sagen. Ich will ja nicht... Das ist okay. Also, die lang ersehnte... Ich meinte halt generell, hört sich mit kleiner Freund an. Die lang ersehnte Dorfbesuche-Folge, und diese Folge ist mit freundlicher Unterstützung von Lords Mobile, ein ziemlich cooles Spiel, was ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet, wenn wir jetzt gleich auch noch drauf kommen. Und das Besondere dieses Mal an der Dorfbesuche-Folge: jeder, den wir besuchen, bekommt einen kleinen Geschenkgutschein. Allerdings, das werden wir uns gleich angucken, wie das Ganze aussieht und was ihr dann bekommt. Und jetzt schauen wir uns mal eben ganz schnell an, worum geht es bei Lords Mobile und warum ist das so ein cooles Spiel? Bis gleich! Lords Mobile ist eines der weltweit beliebtesten Strategiespiele mit über 280 Millionen Spielern. Es gibt eine spezielle Eventseite, und wenn ihr euch das Spiel darüber runterladet, dann bekommt ihr ein Ingame-Paket im Wert von 350 Euro, wenn ihr euch 7 Tage im Spiel einloggt. Und der Kracher: ihr habt noch die Chance auf 100 Euro Cash. Also, der Link dazu ist in der Beschreibung. Ladet es euch gerne mal runter, unterstützt den Kanal, unterstützt das Spiel und sichert euch dieses tolle Bonuspaket und wie gesagt, die Chance auf 100 Euro Cash. Zuschauer, die meinen Kanal etwas länger verfolgen, werden wahrscheinlich gesehen haben, dass ich auch schon mal ein paar Folgen zu Lords Mobile aufgenommen habe. Und ich wollte einfach mal gucken, was hat sich so getan. Und eine Sache, die mir bei diesem Spiel schon immer so gut gefallen hat, war, dass du dich mit anderen Leuten in Gilden zusammenschließen kannst, dass du einfach die Chance hast, ja, zusammen zu spielen mit deinen Freunden, mit Spielern aus der ganzen Welt, dass du vor allem auch gemeinsam was erreichen kannst, dass du vor allem den anderen auch helfen kannst, dass du dir helfen lassen kannst. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt eine eigene Gilde von mir, die heißt Mobile Fanboy. Das Kürzel ist 1MB. Und so kommt ihr dann da rein, klickt auf den Button, gebt am besten das Kürzel ein, 1MB, Sprache ist Deutsch. Und dann seid ihr in meiner Gilde, dann können wir zusammen spielen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, denn ich brauche auf jeden Fall auch ein paar Spieler, denn alleine ist es nicht ganz so einfach. Das ist ja das Geile, du musst dich mit anderen zusammenschließen und dann erreichst du natürlich auch viel mehr in diesem Spiel. Ist ja logisch. Was auch noch cool ist, ist die Möglichkeit, verschiedene Truppen- und Heldenformationen auszuwählen, um sich in Schlachten den entscheidenden Vorteil zu sichern. Man muss also ein bisschen sein Köpfchen anstrengen. Man muss gucken, ja, in welcher Situation macht jetzt die und die Heldenformation am meisten Sinn. Also man muss da taktisch vorgehen, und das, finde ich, ist ein ziemlich cooles Feature bei diesem Spiel. Also, ladet es euch gerne mal runter, gerne über die Seite, ne, die in der Beschreibung verlinkt ist. Dann kann man 350 Euro gewinnen als Ingame-Paket und hat noch die Chance auf 100 Euro Cash. Kommt auch gerne in die Gilde rein und ja, dann viel Spaß mit der Folge. So, sind wir da zurück, und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an mit den Dorfbesuchen. Aber bevor wir jetzt anfangen, einmal am Anfang erklärt: jeder, den wir heute besuchen, bekommt einen 5 Euro Amazon-Gutschein. Wir haben uns für Amazon entschieden, weil das immer blöd ist, sagen wir mal, du besuchst jemanden und dann hat derjenige Google und dann schenkst du ihm einen iTunes-Gutschein oder umgekehrt. Das ist irgendwie immer blöd. Deswegen Amazon-Gutschein. Kann jeder nutzen, und im Zweifel kannst du den Amazon-Gutschein ja auch über diesen Amazon-Store dafür irgendwelche Sachen richtig nutzen. Richtig, richtig, richtig. Also, wenn wir euch besuchen, dann achtet bitte darauf, dass ihr auf jeden Fall eine Kontaktmöglichkeit auf eurem Kanal verlinkt, also Instagram, Facebook, E-Mail-Adresse, Twitter, irgend sowas, damit wir euch halt auch den Gutscheincode schicken können, denn sonst ist das ein bisschen blöd, ne? Das ist auf jeden Fall dazu gesagt. Und Matthias wird jetzt gleich die Sachen, beziehungsweise wird jetzt gleich die Dorfbesuche auslosen. Bist du dir denn deiner durchaus wichtigen Tätigkeit heute bewusst? Yes, 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 yes. Dann scroll du einfach, also, dann scroll du einfach mal runter. Ich sage dann irgendwann Stopp und dann werden wir loslegen, würde ich sagen. Genau, so ist es. Warte, ich lade. Warte mal ganz kurz. Ich lade noch mal eben ein paar. Ja. So, Spieler suchen. Ich bin jetzt schon mal drauf. Also übrigens, ihr braucht euch da jetzt nicht hier drunter kommentieren. Das bringt nichts. Also das Ganze stand schon im Community-Tab und wir suchen daraus jetzt welche aus. Also ihr braucht jetzt nicht unter diesem Video Sachen kommentieren. Ich sag's lieber noch mal, bevor es hinterher... Der Beitrag im Community-Tab war jetzt, glaube ich, 3 Tage online. Also es gab 1700 Antworten, also es haben genug Leute verstanden. Wow! Scheinbar. Okay, dann würde ich sagen, scroll du mal und ich sag dann irgendwann Stopp und dann legen wir los. Ja, so machen wir's. Bist schon am Scrollen, bist schon am Scrollen. 3, 2, 1, Stopp. Okay, ich sag dir das Kürzel am besten, ne? Richtig. Hashtag YUGU. Ja. JG0P. YUGU. J. Ja. G.
Nein, ups, warte. Es ist so wie immer. Du nuschelst es in deinen imaginären Bart. Ylon. Ja. U. Ja. G. Ja. U. Ja. J. Ja. G. Ja. 0. Ja. P. Hab ich so eingegeben. Ist vielleicht müsste Clan unbesiegbar, Name Getua. Hä, das gibt's doch gar nicht. Yps. Ach, Leute. Ich mach einen Screenshot. Ich mach von allen Dingern Screenshots, die ich vorlese. Y-U. U, ne? Also Y-U wie Udo, dann? Ja. G-U. Also G wie Gustav und U ja. wie Ute, ja. Ja. J. Ja, J wie Jonas. G. G wie. G. Also, ja, wir wissen, was wir meinen, ja. 0. Eine 0 wie Matthias, ja. Und ein P. P wie Paul, ja. Wenn das nicht geht, mach mal. Vielleicht hat derjenige sich vertan. Er hat definitiv nur 0 geschrieben. Ja, ich hab O probiert, geht beides nicht. Dann machen wir den nächsten. Ach, Leute. Ich habe aber einen Screenshot gemacht. Hast du mir geschickt? Warte, ja, ich mach die gerade am PC. Ich kann die nicht schicken. Lass uns erst weitermachen. Genau, so. Dann sag wieder Stopp. Ich scrolle wieder. 3, 2, 1, Stopp. Okay, jetzt geht's weiter. Hashtag 8. Jo. J. Ja. G. Mhm. P. Mhm. U. Mhm. O. Mhm. Q. Ja. G. Ja. C. Ja. Das war's. Ja. Seitam. Name steht hier nicht drin. Hä, der Clan hat keinen. Hä? Der Clan hat keinen Namen. Der hat einfach keinen Namen, der Clan. Jo. Unsichtbar. Warum nicht? Den werde ich mir immer als Lesezeichen speichern, das interessiert mich. Ja, gut, klar, du kannst ja irgendwelche Zeichen machen, die ich dann jetzt zum Beispiel bei Android oder so nicht sehe. Derjenige heißt Seitam. Und wir machen mal ein kleines Raten wieder. Ist es eine WTF-Base oder nicht? 10 und 3er Königin, Trübskis. Ich glaube nicht. Nee, 127 Millionen gefarmt. Ich glaube nicht. Seitan, du hast auf jeden Fall schon mal 5 Euro Amazon gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ah, ich kann dir übrigens sagen, du bist auf jeden Fall beim Richtigen, weil ich kann dir sagen, warum der Seitan heißt. Lies das mal rückwärts. Okay, Matthias, ja. So heißt er nämlich bei. Yes! Dings, ja. Also, warte mal, was soll das darstellen? Ich weiß es gar nicht. So, auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus. Er hat die Mauern schon auf 8. Ich finde die Base. Was soll denn das darstellen? Kann mir das jemand sagen? Ist das einfach nur so ein Design oder hat das irgendwie ein. Ich sehe es ja gerade nicht. Ja, du siehst es nicht, aber die Zuschauer sehen das ja. Wenn das jemand weiß, ob das irgendwas. Ist das ein Gesicht? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Wäre vielleicht auch was für mich. Vielleicht kopiere ich mir die mal. Sieht ziemlich geil aus, die Base auf jeden Fall. Muss ich sagen, macht natürlich auch was her. Du hast jetzt alle Mauern schon auf 8, bist gerade dabei, die Sachen hochzuziehen. Ich vermute auch mal bei dieser Base ganz stark, dass er vorher schon alles Rathaus 8 maxed hatte und ist dann hochgegangen. Das sieht man jetzt halt hier. Luftabwehr ist auf Level 1. Das sind wahrscheinlich dann die neuen Gebäude, die du dann dazugekriegt hast bei Rathaus 9. Sieht man ja auch. König auf Level 10 schon, Königin erst auf Level 3. Aber mein lieber Seitam, aka Matthias, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, die Base. Denk dran, mach eine Kontaktmöglichkeit auf deinen Kanal und dann werde ich dir auf jeden Fall den 5 Euro Amazon-Gutschein rüberschicken. Und Matthias, der andere Seitam wird jetzt mal eben den zweiten. Ja. 3, 2, 1, okay. Mal hier am Mikro scrollen, dann hört man das auch so ein bisschen. Ja. Das ist übrigens nicht seine Maus, das ist einfach sein Finger, der über das Touchpad. Schon so Furchen im Display. Auf jeden Fall. Sagst du irgendwann Stopp, oder? Hab ich schon eigentlich. Stopp. Stopp, 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 okay. Stopp. Ja. Und wenn ihr nicht besucht worden seid, ist es einzig und allein Matthias schuld. Genau. Wollte ich nur mal eben gesagt haben. Ja, hau rein. P. Mhm. 0. Jo. 8. Jo. U. Jo. 0. Jo. 9. Es ist ziemlich viele Zahlen, ne? Okay. 9. 9? U. Also 099 also, U am Ende. Ja, 099 U am Ende, ja. DJ31, Clan HF Thunder. Ich mach wieder einen Screenshot. Warum? Achso, wegen. Nur so, damit wir das vielleicht. Ja, stimmt, für die Gutscheine. Mal sehen. Vielleicht kann ja nicht schaden.
Ja, gut, das stimmt. Also klar, musst du das sowieso machen. Ist ja logisch, ne? Weil ich das ja nicht sehe sonst. Da habe ich nicht mitgedacht. Gut, dass du das machst. So. Base ist Rathaus 10. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich solide aus, weil du alle schon auf Level 10 hast von den 9. Aber wie gesagt, wenn ihr auch eine schöne Base seht, hier bei den Dorfbesuchen, wo ihr vielleicht sagt, das ist eine Base, die, oder wenn ihr nicht sagt, wie Matthias, ist halt eine Base, sondern wenn ihr sagt, das ist eine schöne Base, dann könnt ihr sie euch ja nachbauen. Die Inferno-Türme in der Mitte, die X-Bürger in der Mitte, ja, Klamok in der Mitte, genauso wie die Königin und das Dunkle, sieht eigentlich schon ganz solide aus. Magiertürme ganz gut verteilt in der Base, genauso hier Bogen, Bombenturm, wo ist der zweite Bombenturm? Oder hat man nur einen? Nee, warte, man hat doch zwei, oder nicht? Hat man nicht zwei bei Rathaus 10? Oder bin ich jetzt gerade blöd? Ach, da ist er doch. Wollte schon gerade sagen. Ja, der schützt hier noch schön das Elixier. Ansonsten Minenwerfer 1, 2, 3, 4. Auch schön im Quadrat gesetzt, damit die natürlich möglichst viel abdecken von der Fläche, ist ja logisch. Fegerlein? Wo ist der andere? Okay. Macht natürlich Sinn, dass sie sich... Rechts oben. Macht natürlich Sinn, dass sie sich anschauen, die Feger. Aber auch auf jeden Fall finde ich eine sehr, sehr schöne Base. Vor allem viele Hindernisse außen. Ich bin mal sehr gespannt, wenn du irgendwann hochgehst mit deinem Rathaus, wenn du dann noch ein bisschen mehr Platz brauchst, ob du, ja, irgendwann das dann umbauen musst. Guckt euch das mal an, die Geschenke. Oh, ein Schneemann! Den habe ich auch. Aber ich habe ihn, glaube ich, nicht aufgestellt aktuell. Bam, 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 bam. Erstmal ein bisschen Schnee verteilen. Bei DJ Ort DJE 31. Okay, wir gehen weiter. Ich gehe mal wieder auf Community-Spieler suchen. 3, 2, 1. Stopp. Okay, also Kürzel. CU. Jo. 998. 998, ja. 2. 2. C. C. J. J. J wie Jotta. The Evil Killer Instinct. Oh, okay, das ist mal interessant. Er hat alles maxed. Er hat die Helden maxed, er hat die Truppen maxed, er hat die Zauber maxed, er hat die Belagerungsmaschinen maxed. Gewonnene Kriegssterne 1020, das ist natürlich auch schon mal nicht schlecht. Er hat Legendentrophäen schon gesammelt, war schon auf 5700 hoch. So, also wir gucken jetzt mal die Base an von The Evil. Ich bin wahrscheinlich, also ich vermute mal, dadurch, dass vor allem er 2 Milliarden gefarmt, die Base wird ziemlich nah an Max sein. Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ein paar Mauern fehlen noch, aber ansonsten sieht das auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Es ist vielleicht auch eine Base, die mir gefallen könnte. Mal sehen. Wir werden es mal sehen. Er ist aktuell in Titan 1. Das ist halt immer die Frage. Du bist maxed, so wie The Evil. Mach auf bitte einen Screenshot, ne? Unbedingt, Matthias, von The Evil. Mach bitte von The Evil gerade von demjenigen auf jeden Fall auch einen Screenshot, ne? Damit wir den Kanal auch haben, damit wir den 5€ Amazon-Gutschein rüberschicken können. Ja, würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Base. Vor allem natürlich, wenn irgendwann die ganzen Mauern noch auf Level 13 sind. Klar, du bist irgendwann maxed, dann ist die Frage, was machst du? Gehst du in Legend League, gehst nicht in Legend League oder so? Das ist dann natürlich immer so die Frage, was passiert dann? Man wartet aufs Update. Große Frage des Lebens. Ansonsten finde ich die Base auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich glaube, mal gucken, The Evil, ob ich mir die mal kopiere oder nicht. Ansonsten, ich gucke sie mir doch mal an. Zweimal Single Inferno, einmal Multi Inferno, die beiden Feger. Ja, ich hasse das ja, wenn ich mit Luft angreife und die Feger stehen nicht so ganz gerade. Das ist natürlich gut für dich, aber dann, ich persönlich mag das nicht so, wenn ich dann halt angreife. So eine typische Base, wo du eigentlich denkst, ich mach das mal eben von unten hier alles kaputt und dann geht das meistens in die Hose. Deswegen, mittlerweile habe ich es, glaube ich, ungefähr raus, wie ich so eine Base attackiere, aber die sind wirklich nicht so ganz einfach. Aber ganz ehrlich, niemand kann besser mit Luft angreifen wie Dave damals bei euch in der Garage. Das ist richtig, aber das ist ja mehr oder weniger ein Insider. Er meinte einen Furz. Für die Leute, die das jetzt nicht ganz verstanden haben, er meinte, er hat einen krachen lassen in der Garage. Und da die Garage zu war und danach war sie offen, ne, dann hat das trotzdem nichts geholfen. Okay. Matthias, ich finde es aber schön, dass du auch zu diesen Bases immer deine fachgerechten Kommentare abgibst. Immer, immer. Das ist gut, ne? Ist halt eine Base und ja, war halt ein Luftangriff, ne? Alles klar. Das war auf jeden Fall The Evil und wie gesagt, unbedingt die Kontaktmöglichkeit auf den Kanal draufschreiben für den Amazon-Gutschein. Und jetzt würde ich mal sagen, auf jeden Fall weiter. Zwei machen wir noch. Manuel, 3, 2, 1, stopp. Okay, also hier steht jetzt nur ein Kürzel, alles andere müssen wir gucken. Ja. L? Ja.
P. Mhm. C. LPC, ja. Ja. VG8. VG8, ja, notiert. LQU. LQU. Snack Games. Er hat keinen Clan. Er ist ein Oh Gott. Snack Games. Du bist ein ganz frisches Rathaus. 4. Wobei, oh. Wobei ich immer sagen muss, wenn du jetzt so einen Account hast wie den von Snack Games, das ist eigentlich das Allergeilste. Weil wenn du dich mal selber erinnerst, Matthias, wo wir damals angefangen haben, das Spiel zu spielen, ich weiß noch genau, wie wir in der Uni saßen und haben die ganze Zeit Clash of Clans gespielt. Das ist eigentlich die geilste Zeit. Das ist eigentlich die geilste Zeit, weil du es passiert so viel. Du kannst immer irgendwas upgraden, du kannst immer irgendwas machen, du entdeckst immer wieder neue Sachen, du bekommst immer wieder neue Gebäude, neue Truppen und so weiter, die du vorher nicht hattest. Schaltest irgendwann dann den Barbarenkönig frei, bekommst irgendwann noch die dunkle Kaserne, die dunkle Zauberfabrik und so weiter. Alles so Sachen, oder du bekommst irgendwann die X-Bögen, die Inferno-Türme, die Atelev. Halt alles so Sachen, die du dann irgendwann noch freischaltest im Spiel. Deswegen finde ich das eigentlich so die geilste Zeit, weil er ist jetzt gerade mal Rathaus 4. Wenn er diesen Account jetzt wirklich dauerhaft spielt, aktiv, dann ist das eigentlich ziemlich cool, weil wirklich du. Vielleicht ist das auch wie so eine Art zweite Account. Ja, aber selbst wenn du den zweiten Account hast, macht das ja trotzdem Sinn, ne? Ja, klar. Denn so kann ich eigentlich nichts Schlechtes sagen über diese Base. Rathaus in der Mitte, Anordnung ist auf jeden Fall auch okay. Mit den beiden Bogentüren, mit den beiden Kanonen, mit dem Minenwerfer dürfte ich in meinem WTF-Account zum Beispiel so nicht machen, ne? Da muss ja die Verteidigung auf Level 1 bleiben. Mauern auf Level 1, Verteidigung auf Level 1. Ich habe sogar noch die ganzen Minen und Sammler auf 1. Das wird noch lustig. Das wird auf jeden Fall noch lustig, aber ja, muss man sagen, er hat sogar noch die ganzen Hindernisse so gelassen, wie sie am Anfang waren. Auf jeden Fall ein sehr schöner Account von Snacks, von Snack Games. Und jetzt eben neue Kommentare laden, das hat sich gerade ein bisschen aufgehängt. Warte mal ganz kurz. Ah, ich kann ja gar nicht, warte mal, wir gehen mal zurück. Ja, Schatzkammer habe ich auch noch was drin, aber das ist jetzt egal. Community, ja. Drei. Seit wir angefangen haben warte, ich muss nochmal neu laden. Ich muss gerade die Seite aktualisieren. Seit wir angefangen haben aufzunehmen, sind schon 21 Kommentare 21 dabei. Ist doch nicht so nicht schlecht. Da haben die Leute nur eine Chance. Haben die Leute nur eine Chance, dazu zu kommen. Ich habe eben schon dreimal neu geladen, bevor wir jetzt einen doppelt haben. Lade ich jetzt noch einmal neu. Mach's. So, jetzt kannst du starten. 3, 2, 1, Bild. Okay, also, Kürzel. Er hat sogar ein bisschen was geschrieben. Bin der Simon, 23, aus Niederbayern. Ich bewerbe mich gerade einfach so, weil ich gerade drüber geflogen bin. Also, Man könnte also sagen, er ist Pilot vom Beruf. Langzeitabonnent, spiele Clash of Clans seit Town Hall 10, Max, keine Ahnung. Er ist selbst Casual Player. Stand jetzt. Ja, 12, er liebt knisterndes Kaminfeuer und lange Spaziergänge. Jetzt kommt zum Punkt. Richtig. Also 2J0. 2J0, ja. 80P. 80P, ja. CP0. Psaras. Nightmares. Ah, jetzt verstehe ich auch, was er meinte. Er ist wahrscheinlich aktuell gerade Rathaus 10 maxed. Denn er ist jetzt gerade Rathaus 10. König fehlt noch 2 Level, ansonsten scheint das wohl max zu sein. Er ist sehr aktiv, 4.395 Spenden und erhalten 6.185. Auf jeden Fall sehr aktiver Spieler. Ja, das ist fast maxed. Mauern noch ein bisschen, klar, aber ansonsten kenne ich die Base. Ist solide, auf jeden Fall, ich kenne das Base-Design. Oh, das ist natürlich schön, er hat außen die ganzen Bäume und er hat außen nur Tannen. Mhm. Eine kleine Tannenzucht. Eine kleine Tannenzucht. Sonst, okay, dann hast du ein Geschenk. Weihnachtsbaumverkäufer. Ja, genau, Weihnachtsbaumverkäufer. Ein Geschenk außen. Ansonsten natürlich noch hier die Bäckerstatue und da noch die Flagge von Deutschland. Ansonsten bei den Infernos auf Multi. Ich schaue mal eben kurz. Das ist schon mal gut. Ja, da ein bisschen weit weg, glaube ich, hier. Den würde ich noch vielleicht ein bisschen tauschen. Ja. Mal überlegen. Weil du hast jetzt so, bei dem hast du keinen Schutz für die beiden Lager. Das Dunkel ist sehr mittig. Das ist immer gut. Das brauchst du ja auf jeden Fall. Der ist besser hier. Das ist halt die Sache. Was du dann. Ja, die Positionierung ist, das ist immer so das Kunststück hier bei den Bases. Das muss man immer auch für den Einzelfall immer gucken, wie man die Gebäude am gescheitesten, sagt man das? Ja, am geschicktesten, ne? Am geschicktesten positionieren. Am gescheitesten. Denk auf jeden Fall dran, dass du den Screenshot machst, Matthias, und denk dran, Sarahs TM, dass du auf jeden Fall. Da eine Kontaktmöglichkeit draufpackst auf deinen Kanal. Ach, der König ist gerade im Ausbau.
Also ist er auch fast Max. Der König geht gerade auf 39, dann ist er fast Max. Hast du mal schon auch so eine Sache jetzt? Er ist jetzt fast Max, er macht jetzt noch die restlichen Mauern wahrscheinlich, geht dann hoch auf Level 11, Rathaus 11, das ist auch geil. Dann kriegst du den Warden dazu, kriegst du die Adlerdev dazu, das ist cool. Das ist, dann hast du wieder so viele neue Sachen, die du machen kannst. Das sind die besten Sachen. Ja, ich bin jetzt Max mit meinem 12er-Account, was soll ich machen? Deswegen, da ist man dann so am Rumeier, ne? Deswegen spiele ich jetzt meistens den 11er-Account, weil ich da noch so viele Sachen machen muss. Kann ich dann irgendwann auch auf 12 gehen, kriege ich auch die ganzen Sachen. Allerdings werde ich den, ich glaube, ich werde ihn nicht maxen, bevor ich hochgehe. Das mit den Mauern, das dauert einfach ewig und 3 Tage. Ja. Boah, das merke ich gerade auch momentan. Das dauert. Ja gut, du hast ja sowieso gerusht. Ja, geht, aber mittlerweile geht's eigentlich. Ah, ein bisschen hast du schon gerusht. Wir können das ja mal vergleichen zum Ende. Also wie gesagt, das war jetzt der Psaras. Wenn ihr weitere Dorfbesuche haben wollt, wir können das immer gerne machen, das ist kein Problem. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist, wie gesagt, kein Akt, nochmal Leute zu besuchen. Ich finde, das macht auch ab und zu macht das auch echt Spaß. Vielleicht sollten wir das irgendwie so machen, dass wir andere Möglichkeiten finden statt so einem Kommentar, weil dann kann man die besser kontaktieren. Ja, aber wie willst du das sonst machen? Ja. Ich finde, das ist so schon ganz gut. Ich meine, du musst ja bei Instagram machen, aber dann ja, aber du kannst ja nicht jedes Mal, du kannst auch nicht jedes Mal die Gutscheine verlosen. Das ist jetzt, ich meine, dadurch, dass uns dass diese Folge freundlicher für die Besucher dadurch machen. Ja, klar, aber dass diese Folge jetzt auch freundlicherweise gesponsert wurde von Lords Mobile, dann ist das natürlich nicht so das Problem, ne? Das zu machen. Ja. Wenn du jetzt eine normale Besuchsfrage hast, finde ich, ist das schon okay. Dann kannst du das dafür machen. Wir aber ich meine ja auch für die Besuche. Ja, okay, passt schon, ja. Wir besuchen jetzt den Matthias mal und ihr könnt ja mal selber entscheiden. Aber gut, du hast die Mauern noch ziemlich low, ne? Auf 10. Ja, die okay, mal abgesehen von den Mauern. Ja, die Mauern. Ja, ansonsten geht's schon. Da musst du noch. Übrigens wird's an den Mauern groß scheitern, ob da jetzt ein Mauerbrecher hinrennt oder zwei. Ich bin ja jetzt ja auch gerade noch am Hochziehen, die ganzen Mauern auf 11. Also ich will. Ist das so teuer? Ich will ja auf jeden Fall alle auf 11 hochziehen. Ja, gut, ich weiß ja nicht, ob du den Goldpass hast, ne? Also. No. Ohne Goldpass ist das echt schon schwierig. Mit Goldpass ist es definitiv einfacher, weil ich nämlich für ein Mauerstück nur 1,8 Millionen bezahle und du bezahlst 2. Und das bei jedem Mauerstück, das läppert ja, sich. Ja, zumal kriegst du ja auch viel mehr für den Goldpass. Ja, ja klar, ich krieg zwischendurch noch ein paar Mauerringe zum Beispiel, ne? Ich will jetzt wirklich keine Werbung machen dafür, das muss wirklich jeder selber entscheiden. Zum Beispiel in meinem 12er-Account macht der halt absolut gar keinen Sinn, den zu kaufen. Das mache ich da immer nur für den Skin. Das ist der einzige Grund, warum ich den Goldpass da kaufe, aber so ansonsten, wenn ich jetzt so ein Rathaus Elfer bin oder so, klar, dann macht das natürlich schon Sinn. Du kriegst extrem viel raus. Ich hab das noch gar nicht getestet. Wie kriegt man das denn am Ende? Weil du kannst den ganzen Scheiß ja gar nicht lagern. Du kannst das lagern, was du lagern kannst halt, ne? Den Rest musst du verkaufen. Kriegst du Gems für. Hm. Oder zwischendurch halt mal immer benutzen, wenn du das freischaltest. Zum Beispiel jetzt als Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel einen Machtrang freigeschaltet, dann hole ich mir den ab. Und ich habe das Buch des Kampfes freigeschaltet, hole ich mir ab. Es geht mir mehr um die Ressourcen eigentlich. Ja, die kannst du auch zwischendurch einsammeln, dann gibst du so aus. Du musst es halt nur einsammeln, bevor die Saison endet. Was halt auch geil ist, ist die Saisonbank. Wenn die Saisonbank max ist, kann ich 25 Millionen Gold und Elixier lagern und 250.000 Dunkles, ne? Und am Ende 250.000 Dunkles zu kriegen, das macht natürlich auch schon was aus, ne? Ja, aber ich kann zum Beispiel gar keine 250.000 lagern. Das geht obendrauf auf dein Lagerlimit. Das ist bei der Saisonbank speziell. Nee. Wenn du zum Beispiel 10 Millionen Lagerkapazität für Gold hast, kriegst 25 Millionen obendrauf, hast du 35 Millionen im Lager. So sieht das aus. Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende von dieser Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, wenn ihr weitere dieser Folgen haben wollt mit Matthias und mir Besuche, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir freuen uns und dann auf jeden Fall Glückwunsch an die Besucher und viel Spaß mit euren Gutscheinen. Ich kontaktiere euch dann und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.